Moin Ines. Weißt du, warum ich Moin sage? Sag das nicht. Wir fahren ins Land der Tiere. Das ist im Norden. Mal sehen, ob das die Moin-Region ist. Und schauen uns mal an, wie es da mit der Tier, weil mit den geretteten Tieren ist. Hamburg? Ist doch in der Nähe von Hamburg. Da ist ja. Moin Moin. Da sind die Leute noch geschwätzig. Aha, verstehe. Weiter Norden nur noch Moin, sonst wird es zu geschwätzig. Ja, verstehe. Also da geht es jetzt jedenfalls hin. Ja, und gleich Welte Meersee. So, es ist relativ regnerisch hier. Könnt ihr sehen, das letzte Stück muss man mit dem Auto fahren. Anders kommt man hier nicht hin. Und die Tante Ines versucht jetzt ja irgendwie sich unterzustellen. Das ist ein echtes Abenteuer. Wow. Wir sind im Nichts. Gut. Komm, Häschen. Wir haben auch schon ein Häschen gesehen, das ist über die Felder gehoppelt. War das ein Kaninchen oder ein Hasehäschen? Was denkst du? Das war ein Hase, weil das sieht man da dran, dass die Ohren aufstehen. Hi. Guten Tag, hallo. Hi. Der Fahrer hat uns leider hier unaufgefordert hingefahren. Ja, aber gut. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Das ist cool, weil es ja so regnet. Weil es so regnet, hat das was gut getan. Tut uns leid. Wollen wir uns unterstellen? Ja, klar, wie du willst. Während die Ines versucht, die Rückfahrt zu klären, erfahren wir hier schon spannende Geheimnisse. Wir sind hier nicht irgendwo, sondern bei einer alten Funkstation. Funkabhörstation, genau. Das war eine NVA-Anlage hier. Also die Nationale Volksarmee, das war die Armee der DDR sozusagen. Richtig, ja. Genau. Die hatten hier Funkwägen stationiert und haben den Luftraum überwacht. Ja. Spannend. Aber Flugzeuge sind hier nicht gelandet, ne? Weil das so super weitläufig ist. Also sind keine Landebahnen unter dem Gras oder sowas. Nee, oder? Nicht, dass wir. Also es gibt Bunker tatsächlich, in denen alte Trabis lagen und sowas. Und wir verwenden die Bunker eben für die Tierhaltung. Das sind perfekte Unterkünfte für die Weidetiere hier. Oberirdische Bunker, nicht unterirdische Bunker. Die oberirdischen verwenden wir dafür. Genau. Ich dachte schon, wie kommt der Trabi in den unterirdischen Bunker? Also ihr seht schon, wo wir schon dabei sind, wie kommt man hier hin, wenn man hier hin möchte, mal mit dem Auto? Ne? Genau, wir haben jeden Sonntag geöffnet, von Mai bis Oktober, kann bei den Öffnungszeiten teilnehmen und kommt mit dem Auto gut her. Marc und Ines sind mit der Bahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, hat geklappt. Ihr seid ja, ein Ruftaxi kam dann, weil nichts anderes für. Ja, der Abenteuer Marc irgendwie, der kann dann sich da auch ausleben. Genau, und wir haben ja verschiedene Veranstaltungen, Kochkurse, die hier stattfinden, Schulklassen, die hier sind. Und ja, die kommen dann eben mit. Was ist dein Lieblingsgulasch-Rezept? Hui! Also mein Pech ist, dass ich bei den Kochkursen immer nie dabei bin, weil ich die Führung mache. Aber toll ist, dass ich dann immer, wenn ich zurückkomme von den Führungen, auf einen gedeckten Tisch vorfinde. Das schauen wir uns mal näher an gleich. Ist das schon einer der ersten Bunker hier? Genau, das ist der Schrottbunker. Das ist Schrottbunker. Der funktioniert leider nicht mehr so gut, da kommt oben Wasser rein. Deswegen stehen da nicht so wichtige Dinge drin und der kann auch nicht für die Tierversorgung verwendet werden. Aber vielleicht eines Tages, wenn er mal restauriert wird, renoviert wird, dann könnten auch da Weidetiere drin wohnen. Aber im Atomkrieg geht man besser nicht rein, ist auch keine Tür drin, ne? Also das ist auch ein Problem. Ja. Nicht mehr. Nicht mehr. Bunker sind nicht immer schlecht, Häschen, denn wofür kann man sie sehr gut benutzen? Also im Sommer zum Abkühlen, im Winter zum Wärmen. Oder genau, was meinst du hast jetzt? Du gesagt, ne? Ohne, man braucht keine Heizenergie, so war es. Richtig, ne? Genau. Die sind erdbedeckt und das bedingt, dass sie im Sommer schön kühl sind und im Winter frostfrei sind. Für die Weidetiere, die freuen sich dann natürlich im Sommer, wenn es warm ist, verbringen die den ganzen Tag in ihrem Stall, der schön kühl ist. Und im Winter natürlich genauso, wenn es draußen kalt ist, können sie sich in den Stall verkrümeln und da ist es schön warm. Darf ich da auch mal rein? Unbedingt. Schlafen, eine Nacht, eine Sommer in einer Sommernacht. Sehr, sehr gerne. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Auf diesem Bild hier sind sogar die echten Schweine hier vom Land der Tiere zu sehen. Und du bist gleichzeitig auch der Kunstausstellungs-Sammlungsleiter sozusagen. Ja, ich hatte glücklicherweise den Kontakt und da sind wir an eine Sammlung gekommen, die uns dann auch geschenkt wurde. Das sind 13 Originale. Die sich mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinander schaffen. Und diese Sammlung haben wir jetzt ergänzt mit ein paar Replikaten, die hier in den Gängen hängen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch die Originale hier noch zeigen. Also eine richtige Kunstsammlung hier, finde ich richtig gut. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, wer singt denn da draußen? Ist das ein Huhn oder ein Hahn oder wen hören wir da gerade? Das ist die Jasmin, sind Jasmin und Odette, die weibliche Putenband hier. Sehr, sehr gut. So, und dieser Hahn heißt hier bei euch Don Cravallo. Ist das auch der offizielle Name? Bei Pferden, die haben doch immer so schicke Namen, so gestüt vom sowieso, bla bla bla. Ach so. Das ist euer Spitzname. Ja, er hat keinen Stammbaum oder so. Denn er ist als Küken aus einer Zuchtanlage gekommen. Ne? Genau. Und wäre dann wahrscheinlich geköpft, vergast, zermatscht oder sonst was worden. Genau, das ist ein klassisches Masthuhn, sogenanntes Masthuhn, das mit in der konventionellen Haltung mit 40 Tagen maximal geschlachtet werden würde oder in der Biohaltung mit 60 bis 80 Tagen. Ja. Hallo. Und wie lange wird Don Cravallo hier noch Krawall machen, so geschätzt ungefähr? Also wie alt wird er jetzt hier, weil du gesagt hast, statt 60 Tage? Also vielleicht werden solche Tiere ja nur 70 Tage alt in Wirklichkeit. Ja, die natürliche Lebenserwartung ist 10, 12 bis zu 15 Jahre. Und wir haben mit dieser Art der Masthühner nicht so viel Erfahrung. Wir hoffen natürlich, dass er ein ganz, ganz langes Leben hier bei uns hat. Aber kann man schwer Voraussagen treffen. Denen geht's gut, die sind gesund. Aber wird sich zeigen, erfahrungsgemäß ja. Ist die Fluktuation leider hoch. Also das finde ich übrigens auch sehr gruselig, dass man bei den meisten Nutztieren gar nicht weiß, wie alt sie wirklich werden können, weil sie gar nicht so alt werden. Weil es kaum jemand jemals ausprobiert hat, ne? Ja. Aber sie sind schön. Also dieses Krähen, was ihr da gerade zum Beispiel gehört habt, das fangen die erst mit 3 Monaten an. Also man nimmt den Tieren, wenn man sie vorher schlachtet, eigentlich quasi die Möglichkeit, überhaupt das erste Mal gekräht zu haben. Wow, echt krass, ne? Ah, hier, den sind zufrieden. Ja. Die Pute ist schon halb am Schlafen. Oder sie beäugt mich durch so Schlitzaugen und will irgendwie was von mir haben, was essen. Was denkst du, was sie macht? Schlafen oder? Das sah eher entspannt aus. Während die Ines jetzt ihre ganzen Tierflüsterer-Tricks hier anwendet, ja, könnt ihr da sehen, haben wir gerade gelernt, dass sie, ich meine, ihr fragt euch vielleicht, warum sind die denn überhaupt hier? Also, ne, die sind ja ein bisschen aufgeregt, das habt ihr ja gemerkt. Irgendwas finden sie interessant. Du hast eine Vermutung. Ja, also wenn wir Fussel auf der Kleidung haben oder so wie du Farbe auf der Hand, dann könnte das ja potenziell was zu essen sein. Und deswegen wird er eben halt gepickt. Also die ganze Umwelt wird eigentlich über den Schnabel kennengelernt. Aber die sind ganz zärtlich. Ja klar, die sind total zärtlich. Die haben eine ganz, ganz liebe Folge. Das sieht zwar so schwungvoll aus, aber es tut gar nicht weh. Nein, ach Quatsch. Das sind jetzt keine Tiere. Und sie sagen verschiedene Sachen, ne? Es sind verschiedene Laute, die sie da machen. Ne? Ja. Können aber, die unterhalten sich auch. Ne? Willst du auch gestreichelt werden? Die Tiere, die schlechtesten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, sind hinterher seltsamerweise oder für uns widersprüchlich erscheinenderweise die kuscheligsten. Ne? Ja, haben wir auch keine Erklärung dafür, außer dass es eben diese menschlichen Konstrukte da nicht gibt in der Tierwelt, irgendwie Groll oder da wird nichts nachgetragen, sondern wir könnte man philosophisch sagen, dass sie uns eine Chance geben nochmal irgendwie. Und die versuchen wir hier natürlich auch zu nutzen und den Tieren eben alle Bedürfnisse zu erfüllen, die sie eben haben. Die brauchen mal die zweite Chance, wir Menschen, oder die dritte oder hundertste. Ne? So, jetzt wird es schon ein bisschen ruhiger, die Aufregung legt sich ein bisschen. Ne? Und du vertrittst die Auffassung, dass die Pute nicht vielleicht gar nicht zu fressen hier von meiner Hand will, sondern vielleicht auch einfach das ein bisschen reinigen möchte. Ja, sie ist der Meinung, du hast da komische schwarze Flecken auf der Hand, die sie vielleicht mal wegmachen sollte. Man sieht es auch, dass sie genau auf deine Tattoos immer pickt. Sie erkennt ja, dass das nichts zu fressen ist. Sie ist ja auch nicht dumm, aber dass sie da so eine komische Flecken hat, das hat sie noch nicht gesehen bei Menschen. Ja, also verstehe, die kennt keine Tattoos, diese Pute. Also nicht nur Menschen müssen sich an Tattoos gewöhnen, sondern auch Puten. Sehr, sehr gut. So, während Don Cravallo weiter Krach macht und sich hier mit unserem Chef anlegt, hier wird noch ausgehandelt, wer von den beiden hier der besseren Krach machen kann, wollten wir euch nochmal die Füße der Puten zeigen. Die sind ja sehr interessant.
mal deine Füße, genau. Die sehen sehr schön aus. Da könnt ihr sehen, sieht so aus wie Dinosaurierfüße, ne? Mega Dinosaurier-Style. Nein, nicht das Handy anpicken. Nein, 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 nein. Nein. Findest du auch, dass es ein bisschen wie Dinosaurier aussieht? Wir sind ja auch Dinosaurier. Das sind ja auch Dinosaurier. Ne? Wissen wir heute, die Dinosaurier haben wahrscheinlich auch Federn gehabt oder viele haben auch Federn gehabt. So, hier ist Kutti. Kutti versucht, weiß nicht genau, was hier vor sich geht mit der Kamera. Und hat ein Hinkebein. Da ist das Hinkebein. Ist das der Grund, warum er gerettet wurde? Oder weißt du, wie das kam? Oder? Nee, das war nicht der Grund. Also, der kam eben schon mit der Verletzung hierher und die ist leider nicht mehr operabel. Deswegen ist er immer auf einem Bein unterwegs, macht das aber total tapfer, zusammen mit seinem besten Kumpel Sputnik. Die sind immer zu zweit und Kutti hält er dann auch auf einem Bein prima mit. Hier ist Kutti mit dem Hinkebein und hier ist sein Kumpel Sputnik. Hallo Sputnik. Warum grinst du so, Ines? Was hast du wieder gemacht? Nix. Er redet nur mit mir. Was hat er gesagt? Ja, er ist neugierig, aber will erstmal nicht angefasst werden. Ah ja, ich verstehe. Er, will, er war neugierig, aber nein. Nein, da ist er. Na Eddie, willst du, wir besichtigen jetzt mal deine Wohnung. Ja. Kommst du doch mit? Ja, sehr gut. Na, geht doch. So, hier sind ein paar Enten. Hallo. Also, du hast gerade gesagt, die Tiere können sich schon ein bisschen erholen, wenn sie da aus der Tierhaltung kommen, aber nie wieder ganz. Ne? Ganz gut wird es für den Körper nicht. Das Problem ist, dass der Körper biologisch am Ende ist. Äußerlich, das Gefieder wächst nach und der Stress lässt nach. Sie legen nicht mehr so viele Eier wie zuvor im Fall der ehemaligen sogenannten Legehühner. Aber der Körper ist biologisch am Ende. Diese Legeleistung von bis zu 300 Eiern laugt den Körper so aus, dass sie eben nach so einer Legeperiode vielleicht noch 1-2 Jahre zu leben haben und weit vor ihrer natürlichen Lebenserwartung sterben. Ja. Hallo. Hier sind jetzt sensationelle Häschen. Ihr könnt sehen, gar nicht aufgeregt, sonst würde die Nase nämlich immer hin und her gehen. Also mega gechillt. Beobachten die, was hier Phase ist. Und sind in ihrem Stall, sind sie offenbar auch sehr zufrieden. Ah, er ist ein bisschen aufgeregter. Hier seht ihr, wie die Nase sich bewegt. Hallo. Jetzt nicht mehr. Tja. Ich bin der größte Kaninchen-Fan, das wissen ja manche von euch vielleicht. Umso erstaunlicher, wie friedlich die Tierchen hier sind. Also ich bin total ab... Also die mögen es hier. Das ist jetzt kein Masthuhn. Sondern das ist ein ehemaliges Legehuhn. Ein ehemaliges Legehuhn. Ja. Nur noch mal zu den Zeiten, du hast das gerade noch mal gesagt. Also die Masthühner oder Hähne, wie alt werden die? 40 Tage in der konventionellen Haltung. Und 60 in der Biohaltung. Ne? 60 bis 80 Tage in der Biohaltung. Und, werden die Hähne überhaupt älter? Werden die nicht sofort geschreddert? Die werden natürlich sofort geschreddert. Und dieses Huhn hier, dem geht es ja jetzt schon wieder besser. Ja, das ist ein ehemaliges Legehuhn aus einer Biohaltung. Das ist ein Legehuhn aus einer Biohaltung. Genau. Und? Aber der Unterschied ist für die Tiere eigentlich nicht wirklich erlebbar, weil auch die Tiere bis zu 300 Eier pro Jahr legen. Und nach so einer Legeperiode ist der Körper einfach biologisch am Ende. Das heißt, mit 1,5 bis 2 Jahren ist der Körper, also das Herz-Kreislauf-System, das Skelett, macht den Leidensdruck von diesen 300 Geburten, wenn man so will, eben nicht lange mit. Das heißt, Bio nützt leider da auch nichts. Müsst ihr auf Tierprodukte verzichten, wenn ihr nicht wollt, dass es den Tieren so scheiße geht. Ne? So, Ines, nach wie vor, deine Schuhe sind sehr spannend. Ja. Aber du hast auch schon mal... Nee, ich bin generell spannend. Du bist generell spannend. Hühner sind immer neugierig. Das sind ganz schlaue Vögel. Ja, total. Und sie können schnurren, das wusste gar keiner.
Was ich nenne es immer Gurren. Also das ist, es hört sich schon ein bisschen nach Schnurren an. Also wenn man sie lange streichelt, dann, wenn sie sich richtig wohlfühlen, dann fallen die Augen zu und dann schnurren die so vor sich hin. Sehr, sehr schön. Und selbst, also das wollen wir wirklich nochmal sagen, selbst die Tiere, die schlechte Dinge mit Menschen erlebt haben, sind in der Lage, das zu vergessen und sich wieder an Menschen zu gewöhnen. Also eine ganz tolle Leistung, da könnten Menschen sich auch mal was von abgucken, ne? Stimmt's? Ja. So, wir treten durch einen langen, dunklen Gang und auf einmal ist hier das Licht. Jede Menge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hallo, die sich da so in der Ecke verstecken. Und der Star des Ganzen schläft gerade. Ist jetzt der richtige Moment zum Schlafen, ey. Und Scheiß. Kann nicht sein, oder? Wer ist das? Das ist Odette. Das ist Odette. Wurde jetzt angekündigt, dass sie hier der Star ist. Was ist daran, was macht die Odette zum Star? Na, Odette sind halt sehr verschmust, sehr menschenbezogen und brechen hier reihenweise Herzen. Oh, verstehe. Ist dein Herz auch schon gebrochen worden? Absolut. Von irgendeiner? Ja, oh, Odette. Also, Odette, es scheint hier besonders gemütlich zu sein. Und der Schnabel. Odette ist einfach am Pennen. Vielleicht wie so Hunde, die sich in die Mitte vom Wohnzimmer legen und die wollen, dass dann ja. Sie einfach in der Mitte sind und dann fühlen sie sich wohl. Ne? Perfekt. Das ist das, was sie will. Puten wollen Action. Diese Puten wollen Action. Und hier ist gerade keine Action, deswegen schlafen sie jetzt an. Ja. Ich muss euch noch mal die geilen Füße zeigen. Die sensationellen Füße. Wow. Gute Nacht. Don Cravallo, der gefürchtete Hahn, den wir jetzt schon kennengelernt haben, der bei dir brav auf dem Schoß saß, dich pickt er, wenn du kurze Hosen an hast. Ja, nicht nur, wenn ich kurze Hosen an habe, aber gerade, wenn man da alleine reingeht, dann geht es ganz schnell, dass er da sagt, ich bin hier der coole Macker und zisch ab. Und was machst du dann? Ich zisch meistens ab. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, ist das richtig, dass das Tier hier unter Menschen lebt? Wieso hat es sich so an Menschen gewöhnt? Ja, genau. Keine Ahnung, warum sich an Menschen gewöhnen. Die Puten sind halt eigentlich fast alle so, dass die Menschen affin sind und hinter einem herlatschen und irgendwas von einem wollen und Action wollen. Aber und Monique und Odette, die beiden hier, das sind beides sogenannte Elterntiere, die wurden einfach nur dazu gehalten, um Eier zu produzieren, damit diese vielen Millionen Mastputen irgendwie erzeugt werden können. Ja, das ist auch ein geiles Wort, erzeugt. Ne? Tierherstellung, ja, Tiererzeugung. Tiererzeugung, Tierproduktionsbetrieb. Ja. Und die sind also spezialisiert, diese Betriebe, und halten speziell diese Genetik, die halt zwar sehr schnell auch Fleisch ansetzen und so, aber halt eben auch viele Eier legen, damit es viele Kinder gibt. Ja, und da kommt sie her, so ein Betrieb. Da kommt sie her. Ja. Und manche gehören sich dann vielleicht mehr Menschen und andere nicht. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Ja, das ist sowieso. Ja. Sollte man nicht vergessen. Ines ist schon wieder am Puten kuscheln, das gibt's ja gar nicht. Ja, ist schon wieder eingeschlafen. So, vor den Puten hast du nicht so Angst und sie vertreiben dich auch nicht so, die wollen lieber mit dir kuscheln. Genau. Und du hast gerade erzählt, wenn man zum Tierarzt geht, weil Menschen kennen Puten ja nur eingeschweißt und gehäutet und zerstückelt, dann führt das zu interessanten Szenen. Ja, es ist halt öfter mal so, dass dann gefragt wird, was ist das denn so? Ist das irgendwie ein Storch oder eine Gans? Oder man auch denkt so, ja, ihr habt jeden Tag auf dem Teller vielleicht, aber wisst nicht mal, wie es aussieht. Ne? Und was sagst du dann? Ich würde ja dann einfach sagen, ja, es ist ein Storch. Also einfach so. Also wir hatten wirklich mal einen männlichen Puter, der hieß Storch. Aber dann wäre die Verwirrung, hätte sogar gepasst. Aber in dem Moment, nee, schon sagen Leute, das ist eine Pute und... So sieht es aus halt. Ne? Ja. Am besten nochmal die große Brust zeigen, die gezüchtet wurde. So, was meistens das Problem ist bei den Tieren halt. Ne? Ja. So. Oh. Hier ist schon jemand, der ganz kuschelt. So, jetzt geht's zu den Schafen, die uns auch schon aus der Ferne mustern. Hier. Die wissen nicht genau, was los ist, aber jedenfalls ist es nichts Schlechtes. Das ist schon mal sicher. Rudi, komm mal her. Rudi! Warum der Rudi? Trudi. Ah, Trudi, warum die Trudi? Weil Trudi die Chefin ist. Wenn Trudi kommt, kommen alle. Ach, wirklich? Ja, Trudi, komm her. Ah, das ist nicht patriarchal organisiert, sondern nee, da ist eine Frau, die Chefin. Ja, die Frau ist natürlich Chefin. Ah, matriarchal, Trudi, sehr, sehr gut. Trudi! Nein, sie kennt euch nicht. Ah ja, da ist der Fremde. Da kommen die Marzipans, aber komm mal her. Die kommen auf jeden Fall.
Hallo. Na? Hallo. Das war zur Verteidigung. Hallo. Na du. Nein, mein Handy kriegst du nicht. So, jetzt haben wir hier eine Fanschar um uns geschart, aber die wollen nicht nur Zärtlichkeit, die wollen auch Kekse. Die wollen vor allen Dingen Kekse. Was sind das für Kekse? Die Kekse, die wir haben, hast du gerade welche? Ja, die Ines hat noch welche, ne? Ja. Ja. Genau, kann man mal zeigen. Die hier sind mit Karottengeschmack, die kann man auch selber essen, die Karotten schmecken auch ganz gut. Lecker. Und die hier sind mit Klee. Und die schmecken nicht so gut, aber den Schafen schmecken sie. Ach so. Uns nicht so. Du hast beide schon mal probiert. Ja. Aber das ist Wahnsinn, dass die für so ein paar Kekse sind, ja, sind die also bestechlich. Die kommen jetzt alle. Da sind die bestechlich, ne? Ja, klar, absolut. Wie viele Kekse hast du noch dabei? Ich habe nur eine Handvoll. Ne? Also es reicht noch 5 Minuten. Ja, so, es reicht. Der weiß, wo die Kekse sind. Ja, da kommt die Jugend. Hallo. Hallo. Hallo, ihr Hasen. Ja, hallo, ihr Hasen. Ja, ja. Hallo. Hallo. Oh. Ja, wer ist denn hier ganz groß? Hallo. 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 Ja. Du hast gerade gesagt, eins der Tiere kommt aus dem Versuchslabor. Vier sogar. Das sind Sina und Lisa. Das sind? Die kommen aus dem Versuchslabor. Schafe. Die waren in einem Labor, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Jedenfalls haben wir gesehen, dass sie Kinder hatten in dem Labor. Also dicke Euter und so gehabt. Und 3 Monate später sind die Kinder auch hier hingekommen. Aha. Das war richtig, richtig emotionale wieder. Ach ja, das vergessen ja viele. Genau, so wir kennen ja die Leute, die sagen, ja, wir erschießen unsere Tiere auf dem Feld, dann merken die nichts davon. Ja, ja. Aber man vergisst, dass sie Verwandte haben. Ja, ne? Ja, genau. Die haben sich nach den 3 Monaten natürlich wieder erkannt. Und das war eine richtig, richtig große Sache für die. Das war toll, ne? Ja. Da war die Familie wieder vereint. Genau. Also die Tiere erkennen sich, ist ja auch klar, warum sollten sie es nicht? Ja. Sind ja auch ganz normale, sehr stark entwickelte, familienorientierte Tiere. Ja, gerade Mutter-Kind hier bei den Schafen. Jetzt sind sie gerade nicht da, aber normalerweise hängen Mutter und Kind hier immer zusammen ab. Ja, hier sind auch schon Schafe. Ja. Die beiden. Pimpinella und Kolle, ja. Was sind das? Wie heißen die richtig, die Tiere? Also die welche Art? Nee, die Tierart. Das sind Kamerun-Schafe. Und die beiden wurden mit den anderen Maya und Marzipan als Rasenmäher in einem Firmengelände gehalten. Ja, und haben sich dann irgendwann halt unkontrolliert vermehrt. Und dann haben Mitarbeiterinnen eingeschritten, weil die Überschüssigen immer getötet wurden. Ach so. Und die das dann im Kühlschrank gefunden haben und nicht toll fanden. Und im Kühlschrank zum Essen? Oder? Ja, ja, genau. Ja. Und ja, so sind die 4 Marzipans hergekommen. So heißt die Familie, weil die so süß aussehen. Weil die so süß wie Marzipan sind? Ja. Oh. Genau. Ich finde, sie sind sogar fast noch süßer. Sie sind noch ja, süßer. Ja, eigentlich schon. Ach, Leute. Jetzt wird es ja zu viel. Ja, hast keine Kekse mehr. Doch, aber ich brauche noch ein paar für die anderen. Du bist ja gerade mit Herrn Ramona zusammen. Herr Ramona ist aber gar kein Intersex, sondern ist einfach nur falsch bestimmt worden. Ja, genau. Die Vorbesitzer dachten, Ramona sei ein weibliches Schaf. Ja. Haben sie irgendwie nicht gerafft. Und jetzt bleibt es bei Ramona. Aber interessant ist ja, ihr habt gesagt, ich habe ja gefragt, ob diese Frisur, die ihr hier macht, ob ihr die mit Absicht macht, aber das ist nicht der Fall, sondern ihr wollt die nicht am Kopf stören mit den Rasiergeräten, ne? Wenn ich genau, richtig das kann halt dann auch mal schief gehen und ins Auge gehen und deswegen wollen wir das nicht machen. Das ist da auch nicht nötig, das stört die Schafe das auch nicht so wie das sieht cool Körper. Aus. Genau, und es sieht natürlich sehr, sehr auch cool sehr stylisch aus, muss man schon sagen. Und ihr habt gesagt, das ist tatsächlich nicht so einfach, Schafe zu scheren und erst recht nicht schnell zu scheren. Nee, denn es gibt ja Weltmeisterschaften, wo die dann in 2 Minuten geschert werden. Ja. Das klappt nicht. Ne? Dann, nicht gut gehen. Nee. Also ein Schaf zu scheren ist sehr schwierig und aufwendig. Und das Problem ist, man schneidet dann schnell in irgendwelche Hautfalten oder sowas. Und wenn das jemand schnell macht, dann sehen sie hinterher aus wie nach so einem Massaker. Also ganz viele Verletzungen. Und das ist natürlich doof. Und ja, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ganz schafft das nie. Aber ein bisschen besser kannst du schon machen. Wie lange braucht ihr so erfahrungsgemäß? Schon den ganzen Tag. Für ein Schaf? Nein, der Scherer, der kommt dann. Also mindestens einen ganzen Tag für die. Der wird auch nicht nach Akkord bezahlt. Und er muss ja nicht alles scheren. Wir haben ja auch ein paar, die ihr Fell selbst wechseln. Also für gut 20 Schafe einen Tag. Ja. Und es geht auch, ne? Es ist auch völlig in Ordnung. Es funktioniert. Jetzt ziehen sie wieder ab. Ich habe noch drei Kekse. Ich habe noch drei. Es gibt noch andere Tiere, die wollen auch bestochen werden. Okay. Ines, du hast was gelernt. Nicht alles, was Hörner hat, ist eine Ziege. Nee, darum ging es nicht. Also ich wusste auch, dass Schafe Hörner haben, aber
Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die Braunen, dass das Ziegen sind. Die Braunen sind Ziegen, ja, sind ja, aber... Also die, nicht die da, sondern die da hinten. So, jetzt lernen wir das mal. Wie unterscheidet man die Schafe und die Ziegen? Man sieht das einmal am Hals auch. Ziegen haben längere Hälse. Und also wir haben ja auch Ziegen, da kann man das vielleicht dann ganz gut vergleichen. Also schau mal, postet hier drunter, ist dies also, eine Ziege oder ein Schaf? Ist dies eine Ziege oder ein Schaf? Das finde ich eher schwieriger. Die findest du am schwierigsten. Also die gucken wir uns jetzt mal an. Hallo. Es ist ein Schaf. Es ist ein Schaf. Hallo. Das hier sind jetzt Bunkerschafe. Die hängen am liebsten in ihrem Bunker rum. Sie könnten, wenn sie wollten und nicht gerade am Schnorren sind, nicht wahr? Dann könnten sie da hinten aus dem Tor raus. Meistens hängen sie aber am liebsten in ihrem Stall rum, hast du gesagt. Ja, die gehen auch auf Tour und nutzen das Gelände zum Essen, aber dann kommen die wieder nach Hause und hängen hier ab. Und ist einfach kühl. Kühl und entspannt da drin. Nicht wie auf dem weniger Dach. Fliegen und sowas, und weniger gesagt, Mücken. Auf dem Deich ist es dann zum Beispiel nicht so gemütlich. Ne? Ja, wie Deichschafe, da sieht man immer die Deiche, Deichschafe so im Grünen, alles toll. Idyllisch, aber im Endeffekt, gerade wenn es warm ist und die Sonne knallt, dann haben die ein ziemlich scheiß Leben, ne? Weil die haben ja oft noch nicht mal Schatten und schon gar keinen Stall oder sowas. Also das ist auch nicht für jeden was und nee. Vor allen Dingen auch nicht für Tiere, die es nicht aussuchen können. Nee, Schafe hassen Sonne und Mücken. Schafe hassen Sonne ja, und Mücken. So, hier sind auch noch Schwalbenbabys. Die sind das gewohnt, dass hier Menschen reinlaufen, sonst würden wir die jetzt hier nicht so stören. Da hocken sie. Hallo Schwalbenbabys. Na? Hier sind unsere Schwalben, gerade rausgeflogen. Ja, da oben sitzt noch eine. Kommen Sie wieder. Alle Schwalben. Also das ist ja wirklich ein Tierparadies hier. Da oben chillen die Schwalben, um gleich ihren Kids was zu essen vorbeizubringen. Vermute ich zumindest. Und sie leben hier zusammen mit den Geißen. Verrückt. So, hier unten sind die Ziegen, völlig unbeeindruckt von dem, was über ihnen hier vor sich geht. Aber es geht etwas vor sich. Hier sitzen nämlich, als ob nichts wäre, die Schwalben. Oder hier in dem Fall eine Schwalbe. Abgefahren. Nein, nicht schon wieder meine Kette fressen. Böse. Guten Tag. Wen haben wir hier? Das ist Bert. Bert? Bert mit dem Bart. Ja. Hallo Bert. Bert, der Sohn von Bertha. Wirklich? Ja. Hallo Bert. Na? Das ist ja geil mit dem Bart. So Leute, wenn ihr mal einen echten Ziegenbart haben wollt, dann müsst ihr es so machen wie die hier. Die machen es euch vor. Das ist Bertha, die Mutter. Das ist Bertha, die Mutter. Ja. Also bei Ziegen haben auch die Männchen, die Weibchen Bärte. Ja, genau. Ja, so sieht's aus. Hallo, nein, du darfst mein Handy nicht essen. Nein? Ja, bestimmt auch. So, die sind jetzt ganz traurig, weil sie glauben, wir haben eventuell noch Kekse. Sie wollten auch schon meine Schlüsselkette fressen und meine Brosche. Was wollten sie bei dir fressen? Gar nicht so viel. Aber bei dir wollten sie gar nicht die Haare oder irgendwas? Nein. Nix. Da sind sie nicht hingekommen. Tö, Bunker, Schafe und Ziegen. Ah, die sind ja süß, die Tiere. Man kann die ganze Zeit kuscheln. Ja, schon. Aber man muss auch noch andere Sachen machen. Zum Beispiel melken, Stall ausmisten. Ja, füttern, melken. Tierärztliche Dinge, wenn man was isst, ne? Wahrscheinlich. Ja, also die meiste Arbeit ist eigentlich, um ehrlich zu sein, die Kacke wegmachen. wusstest du das vorher? Ja, das war mir bekannt. Gut, also ihr wusstest, worauf du dich hier einlässt. Und ihr habt 10 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, stimmt das? Oder insgesamt ja, so ist es. Genau. 10 Leute, 3 Bundesfreiwillige, ein Hausmeister, 3 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte. Also es ist nicht nur kuscheln und schöne Fotos machen. Das dürfen wir dürfen das. Ja, ja. Aber ansonsten ist das nicht so gut. Wie haltet ihr das generell mit Besuchern? Es gibt ja Tierhöfe, die gar nicht für Besucher eingerichtet sind. Ihr habt aber einen richtigen Besucherparkplatz und so. Also ihr freut euch über Besucher. Also wir haben das Gelände auch so ausgesucht, dass das da funktioniert, weil hier ist alles sehr weit verteilt und sehr viel Möglichkeiten, wo die Tiere sich verstecken können. Also wenn die keinen Bock auf Besucher haben, dann gehen sie halt weg. Ja. Aber wir gehen halt in die Gehege, wo die Tiere das mögen und die es nicht mögen, gehen das gar nicht hin.
Ja, also das ist kein Problem, sowas zu machen. Und es sind nicht nur sozusagen nur gerettete Tiere, sondern auch welche, die hier geboren werden. Das ist auch interessant, ne? Ja. Welche haben die ich bisher? Ich habe auch noch wen gefunden, der dir sicher gefällt. Oh nein. Ein Häschen. Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Hallo. Dauert das ein bisschen. Hallo. Hier sitzt hinter dem Zaun. Das ist Lärm jetzt direkt. Ist es ein Kaninchen, ein Feldhase oder wie, was ist es? Das ist ein Kaninchen. Das ist schon ein Kaninchen. Die Feldhasen sind ein bisschen größer, ne? Sehr, sehr. Das ist die Familie Dr. Hasenbein. Warum habt ihr manchmal Familien, also diese Ostermänner und die hier, wie kommt das? Bei den Ostermännchen ist es so, dass da kam die Frau Ostermann schwanger hier an und hat dann auch ihre Kinder hier bekommen, das wussten wir natürlich vorher nicht. Aber es ist jetzt schön, weil jetzt kann die Familie zusammenbleiben. Und bei den Hasenbeins ist es so, die haben alle in Mastbuchten vorher gelebt. Und in was? In Mastbuchten, Kaninchenmastbuchten, bei jemandem zu Hause. Es gibt, Kaninchen werden auch gemästet? Ja, ja, es werden ganz viele Kaninchen gemästet tatsächlich. Okay. Und eigentlich wurden Jürgen und Tanja zu einer schlechten Ziegenhaltung bei den Ziegenbürgern gerufen. Und dann waren da halt auch noch die Hasenbeins, das 12 Kaninchen, schlechte Haltung. Also wurden dann natürlich auch gerettet. Die sind mitgekommen. Die sind dann direkt mitgekommen. Klar. Die waren noch winzig, waren auch eine Familie halt. Zeig nochmal, wie groß die waren. Du warst ja gerade. So. Wirklich? Ja, klar, ja, neugeborene Kaninchen halt. Lustig. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, und wenn sie so zusammenkommen, 12 Kaninchen, die alle gleich aussehen, dann bekommen sie erstmal Familiennamen und später dann auch irgendwann mal einzelne Namen. Genau. Also das darf ruhig ein niedlicher Name sein, das heißt aber nicht, dass man die Tiere deswegen die ganze Zeit zu sich ins Bett tot kuschelt oder so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ne? Familie Dr. Hasenbein, gehen wir mal rein. Ja, gehen wir rein. Hier seht ihr schon wieder Puten, das sind aber andere Puten. Wir sind jetzt eigentlich bei den Kaninchen, das könnt ihr auch daran sehen, dass hier hinten eins ist. Hallo, mal sehen, ob es keine Angst hat. Nein, es hat keine Angst. Und die Tierarten untereinander, die treffen in der Natur auch manchmal aufeinander. Vielleicht jetzt nicht gerade Puten und Kaninchen, weiß man nicht. Aber so ist den Tieren hier hinter den Zäunen nicht so langweilig, ne? Ja. Kennt man ja, ich glaube, die meisten Leute kennen das von Papageien, die sich dann die Federn auszupfen, wenn denen langweilig ist und bei irgendwelchen Leuten sind. Ne? Aber das sind halt ganz, ganz hochentwickelte Tiere. Habt ihr jetzt schon gesehen? Die können, eigentlich genauso viel wie Menschen, außer vielleicht Straßen und Raketen bauen und so. Aber ansonsten haben die auch Familien und nehmen alles wahr und denen ist ja noch langweilig. Ne? Spielt so manchmal mit den Tieren? Ja, also kann man machen, aber meistens können die sich auch sehr gut selber bewegen. Die brauchen die Menschen dafür nicht. Ne? Nee, genau, die kommen sehr gut alleine klar. Klar, die Puten sind super neugierig, die gucken sowieso immer, was abgeht und finden immer was zu tun. Wie da hinten Boris, der Hahn, findet auch was zu tun. Ja. Es gibt immer was zu picken. Ja. Ines, sind hier möglicherweise Hobbits oder ich sehe hier so Höhlen? Haarige Hobbits. Haarige Hobbits, ja, Hobbits haben ja Haare unter den Füßen zum Beispiel oder auf den Füßen, ne? Das passt. Ich habe auch passenderweise meine aus Herr der Ringe ein Schmuckstück dabei. Jetzt schauen wir mal, ob da tatsächlich auch ein Hobbit drin sitzt. Et voilà. Wer hätte das gedacht? Da sitzt er schon. Hallo. So, das hier ist eine natürliche Hobbithöhle. Das ist einfach ein Tisch. Sehr schön. Hallo. Guten Tag. Na. Zack. Hier sitzen sie. Einige finden den Regen gut, andere finden den Regen nicht so gut. So wie bei Menschen halt. Ne? Also, wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, man ist hier in so einer Art Märchenland, wo die Tiere friedlich ihrem Leben nachgehen können. Ein bisschen rummümmeln, sich ein bisschen verstecken, was halt Kaninchen so gerne machen. Wir haben natürlich auch wieder das Bestechungsmittel dabei, Kekse. Die haben wir hier aber nicht zum Einsatz gebracht, sondern hier seht ihr das Kaninchen, was einfach nur sein Ding macht. Ohne Kekse. Eigentlich hätte der eine auch, also wenn die Beine wie bei uns durchgestreckt. So, dieser Puter hier, der, jetzt könnt ihr schon sehen, der hinkt so ein bisschen, auch wenn die Ines den gerade mal wieder verzärtelt. Was ist dein Geheimnis, Ines? Man muss nur mal ganz ruhig sein mit Tieren. Also die Tiere wollen ja auch erstmal gucken und einen kennenlernen. Ein bisschen picken. Ja. Hab ja schon gelernt. Die versuchen erstmal rauszukriegen, was da vor sich geht. Und da seht ihr, der humpelt ein bisschen, weil er natürlich super schwer ist. So war das natürlich alles nicht gedacht. Außer von den Leuten, die sie züchten.
Aber interessant ist immer, wie er seinen Zapfen hochzieht, um das anzugucken. Stimmt. Die können den Lappen, den ihr da oben über dem Schnabel seht, den können die so einziehen oder wieder ausfahren. Mein Nagellack ist immer besonders interessant. Der Nagellack ist interessant. Ja, ich habe so farbige. Bist du Konkurrenz vielleicht, weil du auch Nagellack hast? Oh, da seht ihr die Dinosaurierfüße. Ja, du hast gesagt, die werden nicht älter als 2 Jahre. In der Wirklichkeit? Nee, in der Wirklichkeit werden Puten natürlich so alt wie ein Huhn, 10, 15 Jahre oder sowas. Würden sie in der Wildpute. Aber sie sind so krass überzüchtet. Also sie wiegen, wenn sie erwachsen sind, so 25 Kilo, 27 Kilo. Wow. Für einen Vogel, der eigentlich irgendwie 3 Kilo wiegt oder so in der Natur. Und deshalb werden die nicht alt. Also sie sterben an Herz-Kreislauf-Versagen oder im Endeffekt auch an ihren Knochen, wenn sie nicht mehr laufen können irgendwann. Ja, klar. Und wir hatten schon ziemlich viele Puter hier und die sind alle nicht älter als 2 Jahre geworden. Mhm. Also habt ihr die experimentelle Erfahrung sozusagen gemacht, was passiert leider. Und wir versuchen ja auch alles mit anderem Futter und so, also kein Mastfutter geben und Kram. Aber das hilft alles nichts, wenn die Genetik halt kaputt ist. Klar, und dann die Knochen kaputt gehen und dann, wer weiß, was da noch alles kaputt geht, das ist ja gar nicht erforscht. Ja. Weil das sind ja nur, wie heißt das, Nutztiere? Ja. Also ihr seht schon, das ist totaler Bullshit, mit die Tiere zu essen, weil man kann mit denen auch schöne Sachen machen. Zum Beispiel sie einfach angucken, was sie so den ganzen Tag treiben. Oder sie einfach mal in Ruhe lassen. Oder wie hier auch retten, wenn sie gerettet werden müssen. Oder ihnen Kekse geben. Jetzt gehen wir zu den Schweinen. Es gibt mehrere Schweinegruppen. Letztes Mal hatten wir viel Spaß mit den Schweinen, ne Ines? Ja, das stimmt. Die Schweine sind super. Aber besonders ich, gebe ich zu, ja. Und letztes Mal hatten wir keine Minischweine. Und die können wir diesmal vielleicht auch sehen. Wo kommen denn die Minischweine her? Ich meine, die werden ja nicht landwirtschaftlich gehalten. Ne? Die haben ja Leute in ihrer Wohnung. Ja, tatsächlich. Also Eddie kam als erstes, Minischwein Eddie aus dem Sack. Rief uns eine Frau an, oh, sie hätte einen Fehler gemacht, sie hat ein Schwein gekauft. Das wäre wohl irgendwie scheiße. Sie würde sich nicht trauen, ihn auszupacken. Ach du Scheiße, Gottes Willen, ey Leute. Wow. Er kam in einem Jutesack vom Verkäufer, hat ihn zu der Frau gebracht. Und der Jutesack lag im Kinderzimmer, wo Eddie leben sollte. Ach du Scheiße. Und da haben wir natürlich erstmal den Jutesack aufgemacht und Eddie total panisch rannte dann durch das Kinderzimmer, alles sofort zerstört. Klar. Ja, würde ich auch machen, wenn ich in den Sack irgendwo hingeschmissen werde. Ja. Und so ist Eddie hier hingekommen und Lilly, seine Kollegin, ist dann kurz danach gekommen. Weil Schweine können ja nicht alleine bleiben und Minischweine in Not gibt es ganz viele. Weil es gibt Vereine, die machen nichts anderes, als Minischweine zu vermitteln. Also weil die Leute sich die Minischweine kaufen als Haustier, so klein, mini. So, dann sind die noch jung und dann wachsen die und dann wiegen sie irgendwann 70, 80 Kilo. Kannst du mal in einem Satz irgendwas dazu sagen, warum man bitte keine Minischweine fürs Kinderzimmer oder sonst was kaufen soll? Es gibt keine Minischweine, könnte man sagen. Das wäre dein Argument, es gibt keine Minischweine. Ja, Schweine sind immer sehr groß am Ende. Selbst wenn es Minischweine sind, sind sie schon ziemlich groß. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir brauchen noch, du machst ja Öffentlichkeitsarbeit. Wie erklärst du Menschen, dass sie sich bitte nicht für ihr Kinderzimmer Schweine kaufen sollen? Also einmal gehören Schweine nicht in so kleine Räume wie ein Kinderzimmer und die brauchen viel Auslauf, müssen in Gesellschaft sein, aber nicht in menschlicher die ganze Zeit. Nee, die wollen unter sich sein und wollen draußen sein. Ne? Was sollen die denn bei euch in der Wohnung, Leute? Echt, warte. Die wollen Schweinedinge machen. Was machen Schweine gerne, außer eure Schnecken hier von der Wiese fressen? die graben sehr gerne. Also im Winter graben sie und wühlen. Machen sie so Schlammlöcher, ne? Genau, wühlen alles auf und im Sommer grasen sie einfach die ganze Zeit. Und vielleicht, manchmal finden sie auch beim Wühlen was Leckeres, was ihnen schmeckt, ne? Das kommt auch schon mal vor. Wurzeln, also die wühlen ja mit Ton. Trüffel, vielleicht. Ja. Ist ja noch nicht, aber ihr habt noch keine Trüffel hier gefunden? Nee, leider nicht. Nee, noch nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, hier sind viele Trüffel, aber ich glaube, die Schweine haben die weggefressen, ey. Die Schweine waren schneller. Der Besitzer
Sag mal Besitzer oder der hier angefangen hat, ja. des Landes der Tiere, hat auch ein Herz für Schnecken, was ich sehr lobenswert finde, weil ihr wisst ja, ich bin ja derjenige, der die Struktur aufgeklärt hat von Liebespfeilen von Schnecken. Und du sorgst dafür, dass die Schweine, wenn sehr viele Schnecken draußen sind, dass sie dann halt nicht alle Schnecken fressen. Schweine haben ja ihre eigenen Bereiche, die sind schneckenfrei, muss man leider sagen. Und die Minischweine laufen eigentlich bei schönem Wetter überall rum, hängen bei den Schafen ab. Oder bei uns, bei Menschenhaus, ganz egal wo. Aber bei schlechtem Wetter bleiben sie hier in ihrem Gehege, auf den 2.000, 3.000 Quadratmetern, die sie hier haben, um nicht die Schnecken auf dem restlichen Gelände auch noch zu essen. Weil Schnecken, schlechtes Wetter für Menschen ist gutes Wetter für Schnecken, ja. Und deswegen machen wir das nicht. Und da kommt auch schon das erste angebliche Minischwein. Das ist Lilly. Hallo Lilly. Und man sieht schon, ist gar nicht so klein. Hallo. Lilly, Bestechung. Oh, jetzt wird direkt bestochen hier. Bestechung für Lilly. Aber wie vorsichtig die das denn, hast du gesehen? Ja. Aber teilt sie auch nicht mit Eddie immer. So, ja, jetzt gehen wir in die Hobbithöhle, die gleichzeitig Lillys Bett darstellt. Ja, habe ich es richtig verstanden? Lillys und Eddies. Lillys und Eddies Bett. Hier, so sieht das aus. Das ist jetzt ist das ein Bunker wieder? Ja, das war mal ein Luftschutzbunker oder sowas. Ja, und hier leben die beiden. Sehr gemütlich, wir haben jede Menge Stroh. Übrigens, viele Leute denken ja, das müsste total stinken. Das ist nur, wenn die Tiere da in ihrem eigenen Kot stehen, in irgendwelchen Zuchtstellen und so weiter. Ne? Hier riecht es nach Heu oder so. Nee, die machen ja hier drin auch nicht. Genau, das ist ja kein. Genau, die verkaufen oder sowas. Das passiert halt nur, wenn die auf so Gittern stehen und sich nicht bewegen können. Dann ist ja klar, dann müsste sie halt den Kot da unter sich lassen. Sehr, sehr cool. Und du hast gesagt, die Lilly ist sehr eigen. Was bedeutet das, dass sie sehr eigen ist mit ihrem Bett? Also sie teilt das Bett nicht immer mit Eddie. Manchmal muss Eddie auch ein bisschen abseits im Hundekörbchen schlafen. Ja. Das liegt wahrscheinlich umsonst da. Und wenn wir reingehen und das Bett aufschütteln wollen, weil die sich ja immer so Wege bahnen und das irgendwann ein bisschen eingesessen ist, dann findet sie es auch nicht so toll. Das heißt, wir lassen sie da... Lilly teilt ihr Bett nicht und wir gehen dann auch nicht rein. Ja, fertig. Genau. Hier seht ihr die Minischweine, ein Weibchen und ein Männchen. Und das Männchen hat mächtige Hauer. Grunz. Sagt, no, oink, oink, ja. Da könnt ihr das sehen. Ne? Die Lilly hat keine Hauer. Und was machen die damit? Wühlen wahrscheinlich, ne? Oder weiß man. Wichtig sein. Keine Ahnung, was postet ihr drunter, warum das Männchen hier diese Hauer hat und das Weibchen nicht, obwohl sie beide Schnecken fressen können, beide Keks stibitzen können und beide natürlich ganz bezaubernde Tiere sind. Stimmt, die wühlen ja eher mit der Nase, stimmt. Das habt ihr im letzten Video gesehen. Da kann mal blutig sein, wenn ein Stein in der Erde ist, dann können sie sich auch schon mal wehtun. Ja, was denn? Die will gestreichelt werden. Na gut, komm, dann streicheln wir. Ihr seid nicht nur lieb zu den Schnecken und zu den Wirbeltieren natürlich sowieso, sondern auch zu den Ameisen. Hier wurde der Ameisenhaufen geschützt vor den Schweinen, damit die Schweine nicht die Ameisen stören. Genau so ist es. Aber die Ameisen... Die Ameisen sind einfach umgezogen, 2 Meter weiter. Auf die andere Seite vom Highway sind sie hier umgezogen und haben jetzt da ihren Ameisenhaufen. Also die Tiere muss man halt einfach manchmal einfach auch lassen. So ist es einfach. Sehr, sehr schön. So, wir stehen hier am Ameisenhaufen, am umgezogenen Ameisenhaufen. Hier ist was eingefallen, Ines. Was ich das faszinierend finde, dass sie das alles selber tragen. Die machen diesen Haufen ja selber. Also den dicken Baumstamm hier, den haben sie wahrscheinlich nicht. Den haben sie, aber ich meine, diesen riesen Berg an Zeug, das haben die ja alles selber dahin getragen. Das finde ich echt faszinierend. Gemeinschaftsleistung. Beziehungsweise sie haben es von da drüben, von dem eingezäunten Bereich. Wo wirklich, und da ist wirklich nichts mehr. Ne? Also das könnt ihr sehen, da ist wirklich einfach absolute Gähnenleere. Da wohnen sie jetzt. Okay. Vielleicht fragt ihr euch, ob das wirklich stimmt, dass es hier so viele Schnecken gibt, aber die gibt es ja echt. Könnt ihr sehen, hier ist alles voll mit den einzelnen kleinen Rackern. Hier, das sind die Nacktschnecken. Wunderschön. Und es ist tatsächlich so, die Schweine fressen die. Ich finde das total süß, dass der Hof hier ein Herz für Schnecken hat. Es ist nämlich leider so, dass viele Tierschützerinnen und Tierschützer, die
mit Wirbeltieren arbeiten. Die interessieren sich nicht so für die Wirbellosen. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ein weiterer Grund, warum ihr Schweine nicht im Garten halten könnt und erst recht nicht in der Wohnung, das haben wir jetzt ja schon abgehakt, ist, weil die alles umwühlen, dann sieht es hinterher so aus, ne? Wie hinter dir. Ja, genau. Das ist noch nicht bestellt jetzt. Die fangen halt im Herbst und im Winter an zu wühlen und wühlen nach Wurzeln und Käfern und alles Mögliche. Trüffel. Ja, Trüffel in der Theorie. Ja, dann bleibt da nichts übrig von der Wiese, also nur Matscheacker und sehr unappetitlich und nicht mehr grün und das wird nie wieder Wiese. Und deshalb, selbst wenn du eine große Wiese hast, wird das Acker früher oder später bei Schweinen. Und deshalb musst du im Frühjahr immer wieder ein Stück abzäunen und das wieder grün machen, damit sie im Sommer wieder grasen können. Also ihr habt drei Abteilungen hier und eine für die großen Schweine. Ja. Und deswegen gehen wir hier über eine Wiese, weil ihr das abgetrennt habt und ein bisschen Wiese wieder wachsen konnte. Hier, ne? Genau, genau. Und sie haben jetzt ja auch wieder Wiese und im Sommer ist das kein Problem. Da wühlen die Schweine nur ganz wenig und ganz selten. Und da essen die eher das Grüne ab. Und im Winter fangen sie dann an zu wühlen und gehen an die Wurzel und machen alles kaputt. Ja, also bitte auch keine Schweine bei euch im Vorgarten halten. Wir reden davon, dass Leute das machen, ne? Das ist nicht erfunden. Jetzt sind wir im Eingewöhnungsbereich für neue Schweine. Wie neu ist das Schweinchen, was wir da gerade sehen? Die sind im April geboren. Ja. Genau. Also ziemlich jung. Nennt man das Frischling noch oder ist das kein Frischling mehr? Nee. Ferkel. Die machen schon wieder, die wühlen schon wieder. Hier könnt ihr das sehen. Die sind schon super fleißig. Die sind schon ganz fleißig am Wühlen, ganz fein. Hallo. Hallo, hallo. Das ist das, was Schweine machen, wenn man sie lässt. Und hinten meine Jacke fressen, das könnt ihr jetzt aber nicht sehen. Hallo. Du kommst, kommst auch ins Bild. Ja, ganz fein. Ganz fein. Ja, das ist Pia. Das ist Pia, die. So, hier kommt die Hanna. Und Hanna ist eines der ganz wenigen glücklichen Schweine auf dem Planeten Erde, die ihre eigenen, oder drei ihrer eigenen Kinder, drei von insgesamt 100, 97 davon sind gestorben, sind zu Wurst in Schinken und Käse und sonst was verarbeitet worden. Oder direkt getötet worden, weil sie angeblich zu schwach sind. Genau, ne? Sogenannte Kümmerlinge. Kümmerlinge heißen die dann? Ja, das sind die drei dann auch. Ja. Und hier sind drei Kümmerlinge, drei angebliche, die werden normalerweise auch totgeschlagen worden. Und die dürfen jetzt hier mit der Mama leben. Und ihr seht schon, sie leben nicht nur mit der Mama, sondern hier auch mit dem Hofgründer. Dürfen hier leben und spielen. 5 Jahre lang hat sie in so einem Metallkäfig, ja, kann man gar nicht mehr sagen. Unten ist so ein Gitter, ne? Die Hälfte der Zeit leben ja in diesen Metallkäfigen, in den Kastenständen. Und die andere Hälfte in den Gruppenbuchten. Ja, und die werden halt zweimal oder über zweimal im Jahr geschwängert. Kriegen Kinder, nach 4 Wochen nimmt man ihnen die Kinder weg. Und Hanna, bleibt mal hier. Hallo Hanna. Und jetzt darf sie hier sich erstmal eingewöhnen mit ihren Kindern? Ja, vor allem darf sie erstmal in ihrem Leben Kinder behalten. Also muss ich überlegen, eine Mutter, die ständig Kinder bekommt und immer wieder nach 3-4 Wochen ihrer Kinder beraubt wird. Das muss doch fürchterlich sein. Ja, das kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Nee. Und du hast auch die Erfahrung gemacht, dass die Tiere trotzdem irgendwie mit Menschen noch klarkommen, obwohl sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Genau, genau. Also, Hanna steht ja hier unter uns und will uns nicht direkt töten. Ja. Eben. Und sie hat auch, als sie hier ankam, sich direkt um die Kleinen gekümmert, ein Nest gebaut und lief alles super. Also im Stroh bauen die dann sowas, ne? Mhm. Genau. Tja, echt verrückt. Also nur damit ihr es seht, die Schweine grasen wirklich, die Großen wie die Kleinen. Und sie wühlen auch gerne. Eine Nummer im Ohr muss sie jetzt nicht mehr tragen. Also wir haben eine Befreiung von den Ohrmarken hier. Mhm. Also sie kriegen aber Transponder, wie ein Hund oder eine Katze. Ja.
Aber Schweine sind meldepflichtig und kennzeichnungspflichtig, auch für uns. Und ja, deshalb haben die diese Transponder im Hals. Ah, verstehe. Jo. Hier seht ihr noch die Löcher von den Ohrmarken. Von den Ohrmarken, ja. So, tschö Schweine. Tschö. So, hier ist unsere Wildschwein-Gang. Gemischt mit anderen Schweinen. Hallo. 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 Wow. Einiges los hier. Die Arten verstehen sich auch untereinander. Und Rosalie, ja, Wildschwein und Schweine vertragen sich. Das ist die Rosalie, die will immer zeigen. Rosalie will zeigen, wer der Boss ist. Das kann er hier sehen. Rosalie wird abgelenkt, während wir hier bei den Wildschweinen bleiben. Sind Wildschweine nicht angeblich irgendwie Wald, dass man die total meiden muss und da ein bisschen aufpassen muss? Bei den beiden ja nicht, weil die als Frischlinge zu uns gekommen sind und halt dann auch von Hand großgezogen wurden. Das heißt, die sind halt super zahm, deswegen können sie auch nicht mit draußen leben, weil die dann keine Angst hätten vor Jäger, anderen. Da wären sie Gefahren. Direkt tot wahrscheinlich. Genau. Ne? Warum sind die denn zu euch gekommen? Also Wildschweine, wie, die werden ja jetzt nicht in Wohnungen gehalten oder sowas? Nee, hoffentlich nicht. Bei Pippa ist es so, da hat tatsächlich der Jäger sie zu uns gebracht. Ach so. Weil ich passe mal ein bisschen auf da hinten, weil nicht, dass die da durchdrehen. Achtung, wenn Rosalie kommt, nicht in die Nähe vom Zaun, dann hat man keinen Luftdruck. Ah, okay. Komm mal. Ich tu die mal weg. Ja. Ich hol mal Futter weg. Rosalie, komm! Ja, das ist nichts passiert. Was ich sagen. Rosalie muss jetzt weg. Rosalie wollte mal zeigen, wer hier Chef ist. Ne? Also ich will spielen. Aber wir sind leider nicht so stabil. Ja. Ja, wir sind nicht so stabil. So, kaum ist man mal 5 Minuten, hat man sich umgedreht, schon wird gekuschelt. Ja, Pippa mag das meistens ganz gerne und fordert es auch aktiv ein. Sie ist richtig sauer, wenn man sie nicht streichelt manchmal. Ja. Wow. Die ist halt als Frischling zu uns gekommen und deswegen sehr zahm. Ja. Jetzt wird hier direkt weitergekuschelt. So, hier ist jetzt großes Grasensfest bei den Schweinen. Und wir haben ja vorhin ein Gemälde gesehen, oder ich weiß nicht, ob wir es gefilmt haben, aber da war ein Laster im Wald umgekippt und Schweine sind geflohen. Ja. Und dir ist das wirklich passiert, oder hier ist es wirklich passiert? Ja, Helge, Felix, Knut, die drei, die ihr hier gesehen habt, die waren in so einem Transporter, der über die Autobahn fuhr, bei uns in der Nähe umgefallen, bei einem schweren Unfall. Und die drei sind in den Wald geflüchtet. Also sind viele umgekommen, das war echt total scheiße. Eigentlich, aber die drei haben überlebt und wir haben die dann im Wald gesucht und gefunden und tatsächlich gefangen, was gar nicht so einfach war. Pippa! Ja. Und dann habt ihr sie hingebracht aus dem Wald und jetzt leben sie tatsächlich. Ja, genau, da waren die noch so klein und super. Die haben es geschafft. Die einzigen drei Überlebenden von 600 Ferkeln auf dem Transport. Wie, die sind alle gestorben, die anderen? Nee, die Hälfte ist gestorben, die anderen Hälfte sind im Schlachthof gestorben. Wow. Also da seht ihr die drei Überlebenden hier. Krass. Hier ist die Weinbergschnecke. Jetzt ist sie wieder ein bisschen in Action. Sehr, sehr gut. Hallo. So, jetzt haben wir den Rundgang beendet. Und hier kommt der echte Chef. Wie ihr wisst, nicht nur das Internet wird von Katzen beherrscht, sondern auch dieser Hof wird von einer Katze, von einem Kater beherrscht. Mhm. Kater Klaus. Kater Klaus. Ja. Haben die Hunde Angst vor dem? Ich glaube, sie lernen noch von ihm. Sie lernen. Sehr, sehr gut. Also, da seht ihr. Auch sozusagen bekannte Haustiere gibt es hier. Die flitzen ja auch rum. Natürlich in anderen Bereichen des Hofes. Nee. Schauen wir, was Klaus macht. Hallo. Ja. Hallo. Oh. Guten Tag. Ines, was denkst du, welche Kekse am besten schmecken nach den Erfahrungen hier im Land der Tiere? Natürlich die Möhrenkekse. Du bist für die Möhrenkekse. Andere sind für Kleekekse, ne? Nein, nur also, du bist für die Kleekekse schmecken viel besser. Die schmecken
schmecken nämlich nicht nach Möhren. Ah, das verstehe. Ist der Vorteil. Du bist in Team Karotte. Team Karotte. Team Karotte. Ihr da drüben an dem Tisch, der am weitesten weg ist. Was? Oh, 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 sie haben die Kekse. Das war unser Besuch auf dem wunderschönen Land der Tiere. Hier, das ist einer der Tierhöfe, auf die ihr zu bestimmten Zeiten nach Anmeldung auch mal kommen könnt. Und es war ein Traum. Was war das Schönste, was du hier erlebt hast, Häschen? Ich finde die Truthähne immer noch. Du bist der Truthahn-Fan. Hast du auch ein Lieblingstier? Ein paar, aber also es sind gemischte. Das ist gemischt. Schildkröten. Die Schildkröten, die haben wir heute noch nicht gesehen. Ne? Nee. Also, auf jeden Fall die Puten. Die Puten, ne? Alle sind toll. Die Schweine und Puten. Also kommt ihr vorbei. So, ich gehe mal ein bisschen weg, da können wir winken. Tschö. Ciao. So, das war's. Ihr seht hier, so ein Plastiktier ist auch ganz hübsch, aber ist nicht zu vergleichen mit den echten Tieren. Ihr habt gesehen, die machen Quatsch. Die stöbern rum, die spielen mit einem, die schmeißen auch mal um. Die sind halt echte Lebewesen. Ich versuche meine Tattoos zu erkunden. Und guckt euch einfach mal an. Redet sozusagen mit den Tieren. Ich glaube, niemand, der das mal gemacht hat, wird dann hinterher noch ein Tier irgendwie als Nahrung verwenden oder als, weiß ich nicht, als irgendwas, wofür man es halt einfach nicht braucht. Vorhin hat der Gründer des Landes der Tiere auch was Schönes gesagt, hat gesagt, die Tiere machen das eigentlich selber. Also wenn ihr mit denen redet und spielt und so weiter, dann sorgt das automatisch dafür, dass ihr die gerne habt. Die sind nicht immer friedliebend, die sind nicht immer, weiß ich nicht, kleine Engelchen oder so, das sind halt Tiere. Aber sie sind echte Ernste gegenüber. Also, jetzt müssen wir los. Tschö. So, Ines, ich stand jetzt irgendwie vorher noch im Bad und habe versucht hier, die Tiere haben überall mir in die Schuhe reingenagt und mich vollgesaut. Besonders die Wildschweine hatten besonders viel Spaß daran mit ihren mega vollgeschlammten Schnauzen, mich vollzuschlammen. Bei dir blütenreine Schwärze. Wie kommt das? Das ist ein Talent von einem Landkind. Wie bleibt man sauber in so Ja, und wie geht das? Erklär doch mal. Weichst du rechtzeitig aus oder wie funktioniert das? Ja, ich weich tatsächlich rechtzeitig aus. Also zum Beispiel den Schweineschnauzen bin ich immer ausgewichen, weil ich wusste, dass die Schweineschnauzen sehr, sehr dreckig sind. Und mich hat auch keins gebissen. Warum wurdest du die ganze Zeit gebissen? Die haben mich nur ein bisschen gezwickt. Ja, wobei. Nein, aber das Wildschwein? Das Ach so, das hat er mich ins Bein. Schon geärgert, ne? Ja. Also das hat gebissen auch nicht, das hat dich auch nur gezwickt. Aber warum? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben gelernt, die Puten wollen die Tattoos erkunden und abnagen. Die Schweine wollen so ein bisschen spielen und gestreichelt werden, aber können ihre Kraft nicht immer so richtig einschätzen. Die Wildschweine weiß man nicht, die sind einfach frech. Also das mit den Anrempeln, mir hat es nicht wehgetan. Ich hab mich nur erschrocken, weil neben mir war der Strom und das war gruselig. Nein, ach, das ist alles. Ja, man muss das ist alles gut mit den Tieren. Aber ihr habt gelernt, wenn man ein bisschen aufpasst, dann wird man auch noch nicht mal so schmutzig. Mich stört es ja in Wirklichkeit gar nicht. Aber wir denken, wenn wir jetzt Zug fahren oder so, könnten die Leute das vielleicht ein bisschen komisch finden. Ja, das stimmt. So, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wiedersehen. Das war ein schöner Ausflug mal wieder in ein Land der geretteten Tiere. Nee. Tschö. Tschüss.